So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Heute früh hat wieder der asiatische Handel nachgegeben. Das sah es dann nicht unbedingt danach aus, dass der DAX diese Wegstrecke jetzt hinlegt. Ich war leider verhindert, dass ich jetzt hier früher mich zu Wort melden konnte. Aber ja gut, die Vorgaben waren eher schlecht. Der DAX hat es dann jetzt hier eben gut umgesetzt. Da kann man jetzt im Prinzip sagen, dass die Einzelwerte den DAX eben geholfen haben, die Unterstützung eben zu finden. Man schaut sich gleich das DAX-Setup an, beziehungsweise den DAX-Chart im Stundenchart. Aber zuvor erstmal hier kurz die Liste. Welche Werte wird den DAX nach oben treiben? Das sind jetzt ganz klar wieder die Automobilwerte. Volkswagen, BMW, Daimler ist hier auf dem 6. Platz und SAP hat gute Zahlen gebracht und Continental gehört natürlich auch mit zu den Autowerten. Also von den 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind 4 Automobilwerte und danach kommt RWE. Auf den letzten Plätzen ist ja die Commerzbank und K&S. DAX hatte ich ja, wenn man jetzt hier sieht, ist er jetzt 1, 2, 3, 4 Mal an dem Fibonacci Retracement abgeprallt und jetzt heute definitiv auch ab hier, ab 9,70, dann auch ein Kaufsignal generiert über die anderen Werte hinweg, trifft aber jetzt bei 10.024 rund auf den EMA 38. Hier darf es dann eben rüber, kurz rüber gehen bis 10.060 und dann wird er hier auf die Wolkenunterkante treffen. Und ohne neues oder einen richtigen Durchmarsch mit den US-Indizes wird hier der DAX des jedenfalls bis 15 Uhr nicht schaffen, in meinen Augen. Aber hier hat sich jetzt das Chartbild eben deutlich aufgehellt, obwohl jetzt halt die Widerstände vorne liegen. Sonst hier im Tageschart, ja, ist jetzt hier ein Inverted Hammer, gefolgt von einer bullischen Kerze, also hier bleibt die Kerze in etwa auch so. Oder kann sogar eben über 10.000 Punkte schließen. Dann ist es auch hier eine bullische Kerzenformation, ja. Und läutet dann hier ein Ende der Abwärtsbewegung ein. Und im Tageschart sind dann die ersten EMA-Widerstände und ja, Unterkantenwiderstände etwa bei der erste eben bei 10.180 und der nächste bei 10.230 rund. Gut, ein horizontaler Widerstand liegt noch bei 10.036. Sonst in einem neuen Chartbild, wo ich am Wochenende gebastelt habe, war hier der gewünschte Anlaufbereich, ist also heute auch wieder nicht erreicht worden, waren eben die Vorgaben, waren, sage ich mal, jetzt für den, ohne jetzt Amerika zu nennen, eben mit Asien eigentlich blenden, dass hier dieses Level angelaufen werden könnte. Der DAX wollte es definitiv auf Xetra-Basis halt nicht. Wie schon geschrieben, auf CFD und Future Handel wurde es eben einmal kurz touchiert. Und hier die neuen Widerstände, ja, liegen eben auch 10.120 und 10.200. Der Wochenchart, ja, da hätte der Index eben noch Platz bis zur Wolke, wo ein richtiger heftiger Widerstand kommen könnte. Und das liegt bei 10.382. Hier zum TechDAX, hatte ich ja gestern auch im Video gesagt, braucht nicht unbedingt ganz die Zone anlaufen. Hier ist eben breites Unterstützungsband. Das waren eben auch Fibonacci Retracements, die hier unten möglich gewesen wären, dass die Abwärtsbewegung dorthin extendiert und hier ist er eben auch gestiegen.
Leider ist hier die Dialog-Semiconductor-Aktie heute negativ. Hier sollte aber der Einstieg erfolgte recht günstig. Wer noch investiert ist, sollte definitiv hier den Stopp eng ran setzen, dass eben maximal 60 Cent pro Aktie Verlust eintreten könnte. Auch wenn ich jetzt hier noch ein Tief eingemalt habe, aber die Schwäche ist jetzt, ja, wäre für mich jetzt eher ein deutliches Zeichen, dass der Wert eben noch weiter runter will. Also einfach hier entweder auf Schlusskursbasis oder eben direkt das Risiko senken. Bei Daimler, wie gesagt, die sind ja auch Tagesgewinner oder Mittagesgewinner, lief es direkt von den Fibonacci-Retracements nach oben und hat eben Platz bis 71, 60. Daimler hätte in meinen Augen, BMW hätte in meinen Augen mehr Platz, wo der erste deutliche Widerstand lauert, wäre für mich erst bei rund 91 Euro. Ich bin da echt auch gespannt, wohin dann die Werte laufen, wenn sich jetzt wirklich die Aufwärtsbewegung fortsetzt. Zum Bund Future stelle ich eben nachher ein, habe ich auch gestern schon erwähnt, hier mit dem Bruch der 159 wird ein Verkaufssignal generiert. Im Prinzip liegt jetzt auch direkt und nicht auf Schlusskursbasis, müsste man hier abwarten, ne? War auch gestern der Tenor, aber möglich wäre auch hier jetzt vielleicht noch ein kleiner Rücklauf an das Niveau und dann eben einen Short-Einstieg zu suchen. Und das werde ich auch nachher im Setup vorstellen. Die Royal Dutch Aktie, das war die letzte Vorstellung in dieser Woche. Liegt hier unten noch an der Unterkante, liegt im Rahmen, aber sollte jetzt hier auch wirklich nach oben ziehen. Klar, die Ölpreise sind nochmal deutlich in den Keller gegangen, aber auch hier schrieb ich, dass die Rohstoffwerte eventuell wirklich jetzt diese Woche ein Tief ausbilden könnten und darauf eben aufbauend kann auch eine Royal Dutch dann diese Aufwärtsbewegung dann vollziehen könnte. Danke fürs Zuhören und man hört und sieht sich dann später.